Let me tell you a little story that reveals more about the goblins we last encountered in the wilderness. As the goblins were doing their dark work, our three valiant heroes were returning home from their quest. Amadeus, Pontius, and Zoya, heroes of the Trine, had come back at last after a long journey across distant lands. Lanterns and decorations had been put up all over the town in celebration for the heroes' homecoming. They stopped in the tavern to enjoy the warmth of the fire and hear the latest news. And Pontius, of course, looked forward to having a huge feast. Barkeep, the champions return, and they are thirsty. I'd better head home to Margaret. I don't want more trouble. I've had my share of dragons. It's very quiet here. Where is everyone? I have this feeling like we've forgotten something. Let's see. We rescued the princess. We rescued the pumpkins. Goblins! Goblins at the walls! Hide your children! Höret, höret! Die drei bestaussehenden Recken mit edlem Geblüt haben sich erneut zusammengeschlossen, um ein herrliches und wunderbares Let's Play vonstatten zu bringen. Wir spielen erneut im Trio das herrliche Spiel Trine 2, heute wieder mit Lady Unbekannt. Hi. Und König Keystor. Guten Abend, guten dem Abend. König der Könige, dem Nackten der Nackten. Dem Bärtigen ist der Bärtigen. Hier ist noch jemand gefangen. Guck mal, der ist noch am Leben. Der verhungert hier. Er verhungert hier. Nein, oh mein Gott, hab doch mal ein Herz. Ich erlöse ihn, wenn du dich immer so damit rumwackeln. Ja, danke schön. Halt, töte ihn. War in seinem Camp. Was ist da los? Vorsicht, sie kommen durchs Fenster rein. Ja, war in seinem Käfig gefangen. Schon. Wie kommt ihr denn da oben hin? Oh, ich bin auch da oben. Wo geht ihr denn hin? Nach draußen, in die Außenwelt? Achtung, hier oben sind noch Fiolen. Schwebende Kiste. Schwebende Kiste. Ich mag Fiolen. Was ist da eigentlich drin? Ich meine, wir saufen das die ganze Zeit. Wer weiß, was da für ein Priester sein Nogat in Wirklichkeit ist die Welt auch hier nicht so bunt. Ja, hier ist eigentlich alles trist und grau. Und wir sind auch in keiner Märchenwelt, sondern wir sind irgendwelche Bankangestellten. Ja, der also ich habe die Pillen genommen, die der Kies mir geschickt hat. Hey, wo seid ihr denn? Ich bin hier oben bei einem Trine. Ja, gleich. The Trine. Where is it going? Let's make haste. There must be more goblins at the walls. Wieso bin ich jetzt nicht da oben? Da bist du doch. Jetzt bist du wieder unten. Ich tupper die mal ein. Ja, genau. Für später. Man weiß ja nie. Vielleicht kriegt der Dicke hier Hunger. Ja. Oh, guck mal. Also ich habe eine geniale Idee. Und zwar, ihr springt hier drauf und dann seid ihr drüben. Aber da drüben, da ist so ein... Oh, der Wahnsinn. Und jetzt holt er mich rüber. Na los. Ja, mal gucken. Wir gehen erstmal hier shoppen im Bazar. Im Bazar. Ja. Oh, da oben ist noch was. Guck mal, voll geheim. Hast du die geheimen Fiolen da gesehen? Ja, und was ist mit mir? Oh nein. Can you hear something scratching? Voll. Ja, danke schön. All of a sudden, I really want bacon. Ich dachte, oh, da ist noch eins. Renn. Ich bin einfach drüber gesprungen. Ich bin am Leben, ich bin am Leben. Ich auch. Das ist ja wohl keine Kunst, also. Ich hab mein Leben geopfert, damit ihr da rumnudeln könnt. Keith, guck mal, ob du irgendwas findest zum Wiederbeleben. Beloben? Belobe mich doch. Ich hab mein Lob verdient. Ich oh mein Gott. Das ist ziemlich schwer in letzter Zeit. Also hier oben können wir irgendwas mit dem Wasser tun. Guck mal, da brennt ein Haus. Was können wir wohl mit dem Wasser tun? Löschen. Dieser Russe, der in ein brennendes Krankenhaus gerannt ist. Was tun wir hier eigentlich? Der Dicke muss da oben hin. Ich wollte da oben hin, aber dann hast du hier dann Brutalität. Muss der Dicke denn da oben hin? Legislative Gewaltauswirkungen. Und pass auf, nun. Man kann das Ding da oben drehen. Der König, der Meister, der Beste. Ich wollte aus... Ah, mit dem Regenschirm. Guck mal. Hihihi. Na, das ist wie diese Spritzblume für den Garten, weißt du, wo die Kinder immer im Sommer rumplanschen mit. So eine wollte ich immer haben, aber ich habe nie eine bekommen. Was? Ich hatte so einen Hydranten sogar damals. Der war richtig geil. Da sieht man mal, wie verwöhnt du bist, weißt du, du hast ganz viele Spielereien. Also was das angeht, also ich kann mich über meine Kindheit nicht beschweren. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber mein Vater hat auch viel Geld im Casino verdient. Hier, bitteschön. Das kann ich auch so ehrlich sagen, er war ein edler Gentleman. Bis heute.
Er ist immer noch am Leben. Ja. Der Arme. Oh, jetzt fliegt er weg. Das bedauert er, glaube ich, manchmal. Ich treffe nur noch nie. Was Na? Ist das hier? Na? Du sollst nicht mit dem Essen spielen. Nein! Boah! Oh nein, ich musste mit ansehen, wie er in den Tod gesprungen ist. Ich habe gedacht, da unten wäre irgendwas. Mein König! Ihr könnt mich doch irgendwie wieder ins Leben zurückholen. Ja, mal gucken. Glaub schon. Mich auch, bitte? Vielleicht? Ach, so ist das also. Aha, das funktioniert aber so einfach nicht. Warte mal, da muss ich erstmal meine Intelligenz walten lassen. So, hier, guck mal. Oh, Entschuldigung. Was denn? Er hat uns gerettet, von daher geht gerade noch so. Mit meinem hohen Quotienten konnte ich die blitzschnell erkennen. Mhm. Nee. Sowas sehe ich nicht. So offensichtlicher Kram ist mir zu. Hut. Ich kenne Huts. Die gibt's mir gar nicht. Kannst du es bewegen, wenn ich da dranhänge? Moment, ich probier's. Die singen ihm ein Lied. Ja, sie darf wieder rüber. Und wir verschimmeln hier. Also, Plan B. Moment, ich mache hier so eine Platte. Ich dachte, Plan B ist verschimmeln. Oh Gott. Wir haben es mit der alten Schwedenschaukel gemacht. Yes! Oh, Junge! Oh, ich hab's mir selbst gemacht. Die wollen mich töten. Was? Was? Hier und jetzt? Was? Ich bitte um Contenance. Aber was ist das für ein dicker Brocken? Oh. Ah, kein Problem für den. Ich bin in den Brunnen gefallen. Der kleine Timmy ist in den Brunnen gefallen. Lacey hat's mir gesagt, wir müssen hinterher. Warst du schon mal ein Seil bitte oder Mundsalbe? Ich hier auf den Balkon stellen. Ich habe versucht, meine Haare hinunter zu lassen. Ich bin noch tiefer reingefallen irgendwie. Wir hätten hier ein bisschen was für die Bildung tun können. Sein oder nicht sein und so. Before we go and kick them goblins out. Oh, hier drüben ist was Spritziges. I'm sure she'll just breathe fire on anyone who even looks at her the wrong way. I agree. Let's go with the goblins first. La Fontaine? Ich glaube, die Franzosen, die duschen so. Die duschen so, die Franzosen. Ja. Von unten. Ich stell's mir gerade so vor, du stellst dich so in diese Dusche. Guck mal, da ist doch was zum Einwerfen. Das nennt man da Bidet. Du drehst voll. Als Körper-Bidet. Wusch. Und dann schießt du kannst da oben was einwerfen. Dann geh doch mal da oben hin. Warte, geh mal drauf. Dann flattert dir voll das Gemächt, überleg mal. Franzosen nennen das die Fledermaus. Und jetzt? Können wir da irgendwas machen? Jetzt irgendwo hin? Kannst du da oben nicht nochmal diese Brückensache machen? Uns rüber cheaten? Nein. Zeig uns die Fledermaus. Wie nein? Hier so eine Brücke und wir springen da drauf. Moment, ich versuch's. Warte. Ich muss erst hier auslegen. 7 Brücken musst du gehen. Einer. Und für mich noch eine. Na los. Andere Brücke. Na los. Und? Oh nein. Und noch eine. Noch eine, na gut. Ich da muss ist aber sie denn? Ja, Moment. Guck mal, ich versuche hier gerade hochzukommen. Ich gebe mir schon Mühe. Das ist also hier das einen großen Sprung. Los geht's. Und los geht's. Okay. Oh, wirklich. Wow, wundervoll. Ich gehe hier oben irgendwo hin. Hier oben gibt es bestimmt irgendwelche Wege oder so. Aber ich hänge unten im Wasser fest. Also ich habe hier schon 7 Hindernisse wieder überwunden. Jetzt komm doch hoch. Kannst du dich irgendwie so hinstellen, dass man mich nicht sieht, bitte? Wo bist du denn? Okay, cool. Wenn du mich nicht siehst, dann der Rest vielleicht... Oh Gott. Jeder sieht dich. Du planst da unten an so einer Kante. Ich bin wie eine Meerjungfrau. Na komm. Und jetzt hier einen großen Sprung, dann einfach nochmal springen. Springen! Ich spring doch! Okay, ich geh hier drüben Selbstmord machen. Ich gehe ertrinken, das Leben, das ist zu hart für mich. Nein, ich komm zu dir, ich rette dich. Aber... Na, hier, ich bin schon weiter. Ey, du kannst ihn nicht mal richtig umbringen, oder? Wieso wurde er denn da oben wiederbelebt? Ich gehe unten an den Wiederbeleber und er ist direkt ganz oben. Weil ich der König bin. Wenn man hier nicht weggestöpselt wird. Leute, hier oben gibt es Apparaturen und Schweine, die explodieren. What? Ich werde hier torpediert. Der Troll hat auf das Schwein geworfen, das Schwein ist explodiert und ich bin gestorben. Ja, scheiße was. Warte, ich hol dich mal. Ich sag euch, das war eine Erfahrung fürs Leben. Oh, hier sind voll viele Gegner. Ich würde mal sagen, Ladies first.
Geh da mal weg. Oh ja, super. Die haben doch keine Chance hier, was bist du gegen die gestorben? Ja, da war ja auch ein Schwein. Ja, und ich schub's die so weg hier. Schubsen? Nein. Schubsen. Ich hab einen Hebel gezogen. Oh, super. So, ich bin drüben. Herzlichen Glückwunsch. Sagt er jetzt, er mit Powersprang. So. Oh, ist doch nicht wahr, oder? Könnt ihr mich holen? Bring dich um. Aber ich weiß gar nicht, wo, ist mir gerade so eingefallen. Ich komme doch wieder nicht mal auf die andere Seite, weil ich an dem Ding hier... Oh, wie ich den Knopf da gedrückt habe, guck mal. Wie ich oben bin, aber gerade so. Also, das war... Ich will auch da oben belebt werden. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin doch gar nicht gestorben, von wegen Wiederbeleben und so. Jetzt bin ich hier unten. Super. Ach, den Brunnen, den kennen wir doch, oder? Kannst du hier was rausholen? Oder warte, ich schmeiß mal was rein. Oh. Kennen wir den? Keine Ahnung, ich dachte ja. Ich denke, hier oben kann man hin. Hier, was ist denn da im Schlitz? Guckst mal, links. Im Schau's Schlitz? Mal rein. Oh. Es bewegt sich doch. Jetzt bin ich irgendwo hier. Ah, ich weiß, wie es geht. Wir müssen das Wasser teilen. Pass mal auf, ich mache jetzt hier den Jesus. Ja, mach mal wieder den das Jesus. Teilen. Zum Glück bist du nicht größenwahnsinnig. Schau's dir an. Jesus. Ja, so halb, oder? Ja, Mann, warte mal, ich nehme ein bisschen was mit darüber. Oh. Irgendwie eine Idee. Das Haus brennt lichterloh und du kommst mit. Hallo, meine Idee war sehr kühn. Ah, und guck mal hier. Guck mal. Spritzel. Hier, spritzel noch ein bisschen hier. Moment. Jesus ist nicht so einfach. Ja, du musst den Arm einfach bewegen mit deiner Magie. Ja, ich weiß, aber ich muss auch den richtigen Winkel beim Strollern. Du hast ja die Kiste immer noch da drauf. Du brauchst die Kiste doch gar nicht. Doch, die brauche ich. Kannst du nicht den Arm direkt bewegen? Nein. Nein. Ah, du hast es nicht ausprobiert, richtig? Nein. Mach doch die Kiste weg. Ich mach die kaputt. Jetzt probier rein. Oh, ja, siehst du doch, das reicht aber nicht. Das reicht doch, das reicht doch bei weitem nicht. Oh, ich mach das. Oh, löschen. Das brauchen wir. Im Trends auch. Nicht nur der Zentimeter vor deinen Füßen. Das funktioniert nicht. Moment, ich schwinge. Das ist doch scheiße. Ich muss schwingen dabei. Was? Du, ich muss schwingen dabei. Schwing mal. Ja, das macht's auch viel besser. Oh. Düstrip. Nein, ich habe eine Idee. Wir lassen mal hier die Mach doch noch Kiste. Hier so eine Latte. Ja, ich mache hier noch so eine Latte. Ja, genau. Guck mal hier so eine Latte. Guck mal, ich kann das auch drehen. Guck mal, und jetzt Moment, kannst du nur mit einer Latte. Na also, die Männer wieder. Die Männer wieder? Die Männer wieder. Oh, guck mal, wie es gelöscht wird, ich höre es schon. Ja, ach, da brennt noch was. Moment, ja, die Männer wieder? Ja, mach mal die Männer wieder. Ein bisschen mehr könnten wir noch vertragen, oder? Noch ein Stück nach vorne. Ein kleines. Oh, ey, die hat das kaputt gemacht. Oh, ups. Die Männer wieder. Wie sie uns nicht leiden kann. Eine wütende Frau. Ja, die sind besonders gefährlich. Ja, das sind die Schlimmsten. Du bist dich in deiner Emanzipation eingeschränkt. Oh, ich bin gestorben. Doch nicht. Aha, doch jetzt. Der hat mir die Kanone ins Gesicht geschossen. Warte. Boah, da unten ist eine Kanone. Oh, kannst du nicht weiterhin das Feuer für mich einfangen? Der eine da unten fängt ein. Ach so. Oh, was kann man denn damit tun? Hält das aus? Ah, guck mal, die Dinger kann man bewegen. Oh, aua. Oh nein. Die kann man bewegen irgendwie. Oh Gott. Und dann kann man sterben. Okay, und jetzt? Zurück oder so, geht das? Nee, da sterbe ich. Wie nee? Nee, komm, geh zurück. Alle aber da sterbe ich. Nicht. Guck mal, da kommt die ganze Zeit Feuer. Timing? Ja. Oh, geh mal da hoch. Oh. Oh, Gott. Oh? Was sagt ihr dazu? Ja, und nun? Noch leben wir nicht, also... Schmerzhaft? Aber... Oh nein. Oh, nein, was tut sie denn? Was tut sie denn? Eieiei. Nervenkitzel? Alter. Gekonnt, ich hab gewusst, dass sie es schafft. Aber da unten ist eine dicke Riesenfiole und wir können sie nicht kriegen. Ach, weil der Zauberer... Zauberer los. Zaubere er. Hole er die Fiole aus dem Schlitz. Ich kann sie nach oben irgendwie vielleicht eventuell belappen. Na komm schon. Es war gekonnt, nein, oder? Ich gehe keine ein Möglichkeit. Bitte schön. Feiner Mist, ich will das haben. Lob.
Jetzt erstmal hier drüben hin, dann gibt's Lob vielleicht, eventuell mal gucken. Ah! Oh, und Anerkennung. Oh, ja, wirklich? Boah! Moment, ich komm hier raus. Ich komm hier raus. Ich werde bespuckt. Oh, ich bin tot. Von einem Lakaien. Guck mal, der da hinten. Ja, du musst, hier. Du musst das, dass er machen, dass das er explodiert oder so. Okay. Ich drohe ihn ein. Ah, super, danke. Ich habe ihn eingedroht. Der kann gar nichts mehr. Der kann gar nichts mehr. Ich habe jetzt hier oben so eine Mauer weggemacht. Wozu war denn das gut? Ich weiß es nicht. Ey, ist nicht wahr, oder? Oh Mist. Ja, aber wie komme ich denn jetzt hier drüben weiter? Ich räume mal hier diese Fässer weg. Die braucht doch niemand. Weg mit den Dingern hier. Was war soll das denn? Ja, natürlich warst du das. Oh. War ich das etwa? Oh! Warum schießt du Cannonballs in mein Gesicht? Bam, boy. Moment, ich weiß, wie wir da oben hinkommen. Ja, du weißt ja immer irgendwas. Ich weiß immer alles. Ich bin kreativ. Wir sind oben. Klar. Cool, oh, hier. Ich komm auch. Die heiße Soße. Teert und federt sie und so. Ich will das da haben. Es hat geleuchtet. Der Golem. Golem. Was hat denn, was zieht denn der da mit? Also, ihr seid dran. Ich bin mal hier drüben. Was? Du hast doch auch irgendwelche Magic Power. Der lässt sich irgendwie nicht bekisten. Kannst du keine groß genugen Kisten, ich bin Latin. Ich bin tot. Ich auch. Oh Gott, oh Gott. Der dicke Mann in der Dose. Irgendwo wiederbeleben. Ich weiß es nicht. Da drüben, ganz rechts, irgendwie. Ich komm da nicht dran. Spring. Oh. Ja. Boah. Ich bin schon wieder tot. Übernehme. Ich hab ihn mit dem Hammer Oh. Jetzt hat er mich. Du bist alleine. Nein. Wow. Alter. Über ihn drüber. Mein eigener Käfig. Verliste ihn. Yes. Was passieren wird. Ich rette Achtung, alle. Achtung, ich glaub's nicht, aber Achtung. Ja, Freunde. Oh. Und jetzt hoch da. Yes. Oh, ich glaube, mich hat's direkt wieder erwischt. Aber ich hab ihn besiegt. Der Golem ist tot. Ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn besiegt. Mein Pfeil war's. Der König. Ich jetzt nachher eine Videoaufnahme an. Du hast die Latte nicht gesehen, die war irgendwo noch dazwischen. Haha. Da war eine Latte dazwischen, ich hab's genau gesehen. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, es stürzt ein. What? Stop right there and listen. Okay. We has the Margaret. What? Annabeth, is that you? Margaret? Oh, where in the devil have you been? Sort this out immediately! The Wyvern will take care of you now. You're in for a little ride. Oh, now I get it. You're staging a false kidnapping to get off the hook for disappearing. And remember, don't come back, or the woman gets it. Ach, naja, ganz ehrlich, wir können sie ruhig zurücklassen. Etwas aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe so eine nette Blonde in der Bar kennengelernt, von daher ist schon in Ordnung. Outsmarted by Wheeze the Goblin, the trio was flown away to distant lands by a terrifying wyvern beast. Where are they taking her? The wicked goblins had threatened to harm Margaret should the heroes return. Cowards! All cowards! To steal an innocent woman! A woman, anyway. The new adventure had now taken a grave turn indeed. Na, das kann ja was werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ciao.